Der Bundesliga-Krimi geht weiter. Die Bayern gewinnen wieder. 2:0 gegen Wolfsburg. Bleiben Tabellenführer und haben wieder Spaß am Fußball. Spaß macht's immer. Aber heute war natürlich in erster Linie wichtig, dass wir das Spiel gewinnen nach der Auftaktniederlage in Gladbach. Ja, ich glaube, man kann nicht gleich erwarten nach letzter Woche, dass es heute auf einmal super läuft. Und wir müssen reinkommen. Denn die Luft an der Spitze wird immer dünner. Meister Borussia Dortmund gewinnt 3:1 gegen Hoffenheim, bleibt nach 3 Siegen in Folge Tabellenzweiter. Punktgleich mit den Bayern. Auf Platz 3 weiterhin Schalke 04. Das 4:1 gegen Köln war bereits der 5. Sieg in Serie. Schalke ist ebenfalls punktgleich mit den Bayern. Und Borussia Mönchengladbach bleibt nach dem 3:0 gegen Stuttgart Vierter. 3 Siege in Folge und nur ein Punkt Rückstand auf die Bayern. Gleich 3 Verfolger machen den Bayern das Leben schwer. Der Bundesliga-Krimi geht weiter. Ich glaube, es bleibt spannend bis zum Ende. Und darüber besteht kein Zweifel, glaube ich. Und, aber wir müssen nur auf uns selbst schauen. Und ich glaube, ich sehe ein bisschen auch Ähnlichkeiten mit der Hinrunde, weil da war es auch erstes Spiel verloren, zweites Spiel in Wolfsburg, glaube letzte Minute noch gewonnen, auch schwer getan. So, ja, aber wenn es so läuft, dann meint es auch, dass wir die nächsten 9, 10 Spiele gewinnen. So, dann wird das gut sein. Es ist einfach so, dass man natürlich weiß, dass Druck da ist, weil wir haben verloren das letzte Spiel. Wenn wir jetzt nochmal verloren hätten, hätten wir gewusst, was hier wieder los ist, weil in München ist das, es sind 2 Niederlagen, die darf man sich nicht erlauben. Das haben wir in der Hinrunde gehabt und waren dann auf einmal Dritter und dann war einiges wieder los hier. Ja, wir schauen nicht nach anderen, wir müssen um uns selbst kümmern und wir müssen unsere Spiele gewinnen und ich denke, dass das heute auch wichtig war für das Selbstbewusstsein, für die Sicherheit der Mannschaft und ja, das war in der Hinrunde war es ähnlich. Da haben wir auch im zweiten Spiel einen so etwas holprigen Sieg errungen. Und ich hoffe mir von dem Erfolg heute, dass die Mannschaft dann wieder so sicher spielt, wie wir es gewohnt sind. Wir wollen natürlich besser Fußball spielen als heute. Das ist auch ganz klar. Aber es ist wichtig, dass man 3 Punkte einfahrt. Und so gehen wir auch ins Spiel in Hamburg. Wir wollen wieder kein Gegentor bekommen. Und dass wir vorne immer wieder ein Tor machen, das weiß jeder.